Wir saßen alle irgendwo im Englischen Garten und dann kam jemand gelaufen und hat geschrieben, die Welle geht und dann sind wir alle wie die Wahnsinnigen gelaufen und... Meinen beiden Töchtern zusammen auf einer Welle reiten, das ist einfach Riesenglück. The capital of river surfing, Munich, Germany. Wir waren Brettelfahren. Brett am Seil und dann rechts, links im Fluss. Aber wir wussten noch nicht, dass man surfen kann. Und plötzlich haben wir gemerkt, dass das Seil durchhängt von unserem Brett und das Brett wie von selber auf dieser Welle steht. Und damit war das Isar-Surfen geboren. Surfen verändert Menschen. Zum Besseren auf alle Fälle. Wenn man den Weg gewählt hat, im Ausland zu leben, lässt man natürlich seine guten alten Freunde. Man macht natürlich dann neue Freunde, aber das ist immer nicht dasselbe. Also immer wenn ich mal wieder ein paar Tage in München bin, da lache ich wie sonst nie. Die am meisten macht sind, die haben auch alle irgendwie in ihrem Leben irgendwie so eine Nische gefunden. Das ist vielleicht auch so eine Gemeinsamkeit. Viele Leute fließen einfach mit oft schon 20 mit dem Spaß ihrer Jugend ab. Wie oft surft der Dieter?